Hallo, hallo, hier ist Geni und in meinem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit sehr einfachen Techniken ein sehr schönes Modell hinkriegt. Und unser Modell ist ein T-34 Panzer von Warlord Games, also aus dem Spiel Bolt Action. Übrigens, einen sehr großen Dank an Christian Münzer von Warlord Games Germany, der dieses Modell gesponsert hat. Hier schon mal die Farbliste, zu den einzelnen Komponenten mehr im Tutorial. Die Grundschicht ist Vallejo Model Color Russian Green. Meine Airbrush Pistole ist eine Badger Renegade Velocity Gravity. Ich verdünne die Farbe in einem Verhältnis von 1:1 mit Liquitex Airbrush Medium. Das ist ein Verdünner für akrylische Farben für die Airbrush. Man könnte auch einen von Vallejo benutzen, aber ich mag den von Liquitex mehr. Einfach auf das gesamte Modell sprühen und natürlich gucken, dass man nicht zu dick sprüht, dass sich keine Pfützen sammeln. Übrigens, der lustige Punkt markiert mir den Mittelpunkt im Bild, also damit ich das Modell immer richtig halte. Die nächste Farbschicht ist Vallejo Model Color Russian Uniform. Das Ziel ist es, Akzente zu setzen. Ich sprühe diese Farbe auf alle großen Flächen und auf die Kanten des Fahrzeugs. Ich mache einen 1:1 Mix aus Deathslash und Russian Uniform, den ich vorsichtig auf die Kanten des Fahrzeugs bürste, aber nur auf die Kanten. Mit einem 5:1 Mix aus Black und Chainmail Silver bemale ich die Ketten und die Innenseiten der Räder. Die Ersatzkette vorne und den Lauf des Maschinengewehrs bemale ich im gleichen Mix. Das Drahtseil wird mit Chainmail Silver bemalt. Die restlichen Metallteile bemale ich auch mit einem Mix aus Schwarz und Silber, also die Antenne und die Gitterlüftungen. Anschließend tusche ich das Modell mit einem 1:3 Mix aus Army Painter Quick Shake Dark Tone und Wasser. Man sollte die Tusche gut durchtrocknen lassen, damit sie beim erneuten Auftragen von Farbe nicht aufreißt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessanteren Teil der ganzen Geschichte, nämlich zum Pigmentieren, also zum Arbeiten mit Pigmenten. Diese sind sehr vielseitig nutzbar.
Man kann mit Pigmenten tuschen, bürsten, mit Lack oder anderen Bindemitteln anmischen. Pigmente trocknen matt und staubig aus und erzeugen dadurch sehr realistische Effekte von Dreck, Staub, Ruß, Rost und anderen Oxidationen. Hierbei habe ich Burnt Umber mit Wasser, viel Wasser und ein bisschen Mattlack angemischt. Ich finde, Pigmente sind ein Must-Have, weil mit Farbe kriegt man solche Effekte einfach nicht hin. Eine weitere interessante Technik ist, mit Schaumstoffeinlagen aus Blistern oder Armeekoffern zu tupfen. So entstehen realistische und zufällige Spritzeffekte oder abgeplatzte Farbe. Ich gebe in den vorigen Mix aus Wasser und Mattlack etwas Natural Iron Oxide hinzu und tupfe an den Kanten und an zufälligen Stellen des Modells. Sollte euch etwas nicht gefallen, kann man, solange das noch nass ist, einfach mit dem Finger wegmachen. Das gleiche wiederhole ich mit einem etwas helleren Pigment, nämlich mit einem rotbraunen Burnt Sienna. Einfach in den gleichen Mix nochmal hinzufügen, weil da habe ich eben Wasser und das Bindemittel, also den Mattlack. Und ich kann natürlich auch die Intensität von diesem Rotbraun dann steuern, weil da ist auch das dunkle Pigment angemischt. Das gleiche mache ich dann noch mit dem Pigment Old Rust. Und ich schaue immer, dass es möglichst natürlich aussieht, also nicht zu knallig vom Farbton, weil manche Pigmente sind schon sehr farbintensiv. Und mit Old Rust tusche ich dann eben auch die Panzerketten und die Räder. Und sollte das dann am Ende zu krass aussehen, also unnatürlich, zu knallig, dann kann man immer nochmal einen dünnen Mix aus dunklerem Pigment nochmal reinmischen. Alle weiteren Stellen auftuschen, dort wo sich natürlicherweise Rost sammeln könnte, also zum Beispiel an dem Metallseil, an den Lukenöffnungen. Mit einem einfachen Bleistift streife ich an einigen Kanten des Fahrzeugs. Das Graphit bleibt haften und erzeugt ein dunkles metallisches Schimmern. In der Kombination mit den getupften Kanten ergibt dies einen sehr reellen Eindruck. Und weiter geht's mit Ölfarben. Damit kann man gut ausgelaufenes Öl simulieren. Der Vorteil bei Ölfarben ist, dass man sie mit einem Lösungsmittel, in diesem Fall ist es Feuerzeugbenzin, auslaufen lassen kann oder bei Bedarf komplett entfernt. Somit habe ich viel Kontrolle über das, was ich mache. Und wenn die Streifen dann zu dick werden, dann kann ich sie wieder mit etwas Feuerzeugbenzin anmischen und an den Seiten dünner machen. Ja, zum Schluss trage ich noch die Decals auf, so wie man das machen soll, also in Wasser auflösen und draufpacken. Wenn man ganz genau sein möchte, kann man noch das Decal Medium von Vallejo benutzen. Damit kriegt man alle Luftblasen, die sich beim Trocknen unter dem Decal sammeln, weg. Damit der Glanz des Decals dann verschwindet, gehe ich noch mit Mattlack drüber. Ja, als grünen Abschluss mache ich dann noch ein
Schriftzug in kyrillischer Schreibschrift mit weißer Farbe auf den Turm. Und ja, für alle, die das nicht deuten können, steht da für Stalin. Besser gesagt, wird später stehen. Auf Russisch "za Stalina" war so damals die gängigste Parole. Auf Panzern, auf Fliegern. Und hier das fertige Modell.